Und drum habe ich mir einen Corona-Schnelltest einfallen lassen. Weil es heißt ja irgendwie, dass wenn man Corona hat, dass dann der Geruchs- und der Geschmackssinn, dass der praktisch gar nicht mehr da ist. Und das kann man ja ganz leicht überprüfen. Und zwar überprüfen wir das mit Rotwein. So, da schenken wir mal was ein, ein bisschen was. Gut, und dann schauen wir mal, ob wir den riechen. Ja, riechen tut man. Jetzt schauen wir, ob man schmecken. Einwandfrei. Also, das heißt, ich habe kein Corona. Aber es kann natürlich sein, dass natürlich, dass sich mein erlesener Geschmackssinn, dass sich der im Laufe der Zeit so an diesen wunderbaren kalteren See gewöhnt hat, dass das praktisch für mich wie ein Placebo-Effekt ist. Drum probieren wir es lieber noch mit etwas anderem. So, schauen wir mal, ob man riechen. Oh, leck mir was. Ja, riechen tut man. Und jetzt schauen wir, ob man schmecken. Schmeckt du ihn, ne? Also alles einwandfrei, überhaupt keine Probleme. Jetzt weiß ich bloß nicht, ist das ein Kirsch oder ist das eine Marille? Das muss man natürlich schon wissen, Kirsch oder Marille. Jetzt probiere ich nochmal, ob ich ihn rieche. Der ätzt dir die gesamten Nasenhaare aus dem Gesicht. Ne? Sorry. Marille. Marille? Einwandfrei Marille, da gibt es überhaupt kein Vertun. Also mit anderen Worten, ich bin pumperl gesund, gell? Und ich sage euch, jeder sollte zu Hause so ein Testcenter, oder früher hat man gesagt, Minibar, sollte einfach jeder daheim haben und dann kann man den Test jederzeit machen. Sehen Sie, haben schon wieder was dazugelernt.